Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ganz herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe von Grüncast. Eure Fragen, grüne Antworten. Heute geht es ums Thema Nichtraucherschutz. Das habt ihr auch selber gewählt und habt uns bei Twitter und Facebook eure Fragen geschickt. Und das Thema Nichtraucherschutz ist natürlich ein sehr breit und sehr emotional und kontrovers diskutiertes Thema. Man kann sagen, ein gesellschaftliches Großkonfliktthema, weil es irgendwer jeden betrifft. Ja? Entweder raucht man selber oder man raucht eben nicht, geht aber in Kneipen oder in öffentliche Gebäude und ist teilweise damit konfrontiert. Und das ist eben auch das Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Wir als Grüne sind ja eine Partei der Selbstbestimmung, der persönlichen Freiheit, aber eben auch eine Partei des Gesundheitsschutzes. Man kann das so zusammenfassen, dass man sagt, die Freiheit, die persönliche Freiheit ist auch immer die Freiheit des Andersatmenden. Und deswegen sind wir da in einem bestimmten Spannungsfeld, weil natürlich wir nicht möchten, dass Rauchen grundsätzlich verboten wird, obwohl man die Gefahren kennt, aber eben möchten, dass in bestimmten Bereichen eben auch Menschen vor gefährlichem Passivrauchen geschützt wird. Das ist in der Tat wichtig, weil wir verschiedene Studien kennen, zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut, von der deutschen Krebsforschung, die halt sagen, dass die Gefahren des Passivrauchens ähnlich zu gewichten sind wie die Gefahren des Aktivrauchens. Und deswegen müssen wir eben Menschen auch vor Passivrauchen schützen. Und da haben wir in Nordrhein-Westfalen das sogenannte Nichtraucherschutzgesetz seit 2008, seit 3 Jahren. Und wir haben als Grüne es immer sehr kritisiert, weil es sehr, sehr viele Schlupflöcher lässt. Und weil es eben ein Gesetz ist, was man kann sagen, löchrig ist wie ein Schweizer Käse, zig Ausnahmeregelungen beschreibt und so weiter. Deswegen hat unsere grüne Gesundheitsministerin Barbara Steffens dieses Gesetz jetzt evaluiert und der Bericht, der da entstanden ist, zeigt eben auf, dass es ganz, ganz vielen Regelungsbedarf noch gibt, dass gewisse Sachen gut laufen, wie zum Beispiel das Rauchverbot in Schulen, auf Schulhöfen oder zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden, aber auch in Krankenhäusern, aber dass vor allem im Bereich der Gastronomie es da ziemlich viel Schindluder betrieben wird und das ist eben auch ein Bereich, worauf Sie auch eure Fragen beziehen, auf die ich jetzt gerne antworten würde. Das ist in der Tat ein sehr, sehr großes Problem. Es gibt interne Berechnungen, zum Beispiel von der deutschen Krebsforschungsgemeinschaft, die ausgerechnet haben, dass ungefähr 1/3 aller Kneipen hier in Nordrhein-Westfalen Raucherkneipen sind. Es gibt im Gesetz die Möglichkeit, dass Kneipen bis 75 Quadratmeter mit einem Raum Raucherkneipen sein können und Kneipen über 75 Quadratmeter, sozusagen, wenn sie einen extra Raum anbieten, der abgetrennt ist, dort auch rauchen lassen können. Und das ist natürlich eine absolute Wettbewerbsverzerrung, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, eine Gastwirtin oder ein Gastwirt, der eine Kneipe über 75 Quadratmeter hat mit nur einem Raum, darf das zum Beispiel dann nicht tun, aber unter 75 Quadratmeter ja. Also Wettbewerbsverzerrungen, die es da gibt. Und wir haben jetzt ein aktuelles Urteil vom Oberverwaltungsgericht in Münster, die ganz, ganz klar gesagt haben, dass die Raucherclub-Regelung gekippt werden muss, weil sie sozusagen ausgenutzt wird und damit auch gegen das Gesetz verstößt. Da hat es einen Fall in Köln gegeben und das zeigt auch eben auch, dass die Ordnungsämter quasi momentan fast nichts anderes tun, als diese Regelung zu überprüfen. Und deswegen gehört aus unserer Sicht auch die Raucherclub-Regelung auch abgeschafft. Und es gibt in der Tat ja in Bayern seit dem letzten Jahr, seit einem Volksentscheid, das absolute Rauchverbot, auch für Bierfestzelte, fürs Oktoberfest und so weiter. Es gibt dieses konsequente Rauchverbot zum Beispiel auch in Frankreich, es gibt es in Spanien, es gibt es in Neuseeland, also in vielen Ländern, die haben das eingeführt und haben keine negativen Erfahrungen damit gemacht. Das heißt zum Beispiel, es gab keine Umsatzeinbußen in der Gastronomie. Und wir als Grüne wünschen uns eigentlich, dass es eine bundesweite Regelung gibt, zum Beispiel für den Arbeitnehmerschutz. Das ist aber leider nicht zu erwarten, weil da sowohl die EU-Kommission als auch die Bundesregierung sozusagen nicht in die Pötte kommen. Und deswegen brauchen wir in Nordrhein-Westfalen eine neue gesetzliche Regelung. Und aus unserer grünen Sicht wäre in der Tat mit einem konsequenten Rauchverbot in der Gastronomie dieses Ziel am ehesten erreicht, weil es dann eben eine klare Regelung gäbe, eine Stringenz gäbe und eben auch eine klare Regelung für die Gastwirte, die eben nicht mehr mit Wettbewerbsverzerrungen dann rechnen müssten. Und das ist eben etwas, was wir uns als Grüne sehr, sehr gut vorstellen können, weil dann eben ganz konsequent der Nichtraucherschutz auch gewährleistet ist und man eben nicht mehr zig Ausnahmeregelungen im Gesetz hat, die die Ordnungsämter überprüfen müssen.
Da ist der Stand so, dass unsere Gesundheitsministerin Barbara Steffens jetzt dieses Gesetz von Schwarz-Gelb, diesen sogenannten Flickenteppich, jetzt evaluiert hat. Sie hat diesen Evaluationsbericht jetzt vorgestellt und ist jetzt im Dialog mit zum Beispiel dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, zum Beispiel aber auch mit Gesundheitsorganisationen, mit Krankenkassen, mit Ärztekammern und so weiter und ist in einem breiten Dialog jetzt mit der Gesellschaft, um eben dieses Gesetz neu auch zu gestalten. Sie wird dann die Eckpunkte dieses neuen Gesetzes im Kabinett vorstellen, im Kabinett beraten und dann auch natürlich in den Landtag einbringen. Und ich sag mal so, es gibt im Landtag eigentlich eine Mehrheit der Fraktionen, die einen konsequenten Nichtraucherschutz auch fordern. Wir als Grüne sowieso. Wir haben schon in der letzten Legislaturperiode dazu einen Gesetzesentwurf auch eingebracht. Und wir werden sehen, was wir in der Koalition jetzt dazu vereinbaren werden. Und dann ist es natürlich auch möglich, wenn sich da jetzt unsere Vorstellungen nicht durchsetzen, dass man zum Beispiel sowas macht wie einen Gruppenantrag, also dass sozusagen Befürworter einer konsequenten Regelung aus allen Fraktionen sich zusammentun und versuchen im Landtag eine Mehrheit zu erreichen. Das werden wir als Grüne natürlich sehr unterstützen. Wir werden aber jetzt vor allem darauf setzen, dass eben unsere Gesundheitsministerin dort entsprechend auch im Kabinett klare Eckpunkte vorstellt, klare Regelungen und hoffen da eben auch dann im Landtag eine breite Mehrheit zu bekommen und sind da ganz optimistisch, dass eben zum Beispiel dieses Urteil des Oberverwaltungsgerichtes da jetzt auch eine neue Qualität in die Debatte auch reinbringt. Ja, also ihr seht, schwieriges Thema, Nichtraucherschutz und deswegen sind wir dafür eine ganz, ganz klare Regelung, weil sie in anderen Ländern auch erfolgreich praktiziert wird und weil wir eben auch keine Wettbewerbsnachteile für einzelne Gastwirte möchten. Das war unsere heutige Folge vom Grüncast und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns jetzt wieder Fragen schickt, aber vor allem auch Themenvorschläge, dass wir für die dritte Folge dann eben auch wieder sozusagen auf eure Fragen eingehen, mit euch im Dialog auch sind und deswegen twittert uns, facebookt uns oder schreibt auf grünnrw.de eure Fragen, wir freuen uns drauf.